Muss man schauen, dass wir schneller sind wie die Spikes. Und ja. Ganz close. Und ganz close. Und ganz close. Haben wir. Puh. Haben wir. Oh, let's go. Also, let's go. Ja, richtig. Ja, ja. Ja, das war eh. 1%. Unterstütze mich mit Code JoJonas im Shop. Hey Leute, wir machen heute einen Weltrekordversuch, den es so noch nie gegeben hat. Und zwar wollen wir den schnellsten Push aller Zeiten aufstellen. Wir wollen heute mit unserer Ember von 0 auf mindestens 750 Trophäen pushen. Wenn es krass läuft, wollen wir sogar die 1000 Trophäen in Weltrekordzeit schaffen. Denn wir haben diese Tresor-Roadmap. Alle Mates spawnen direkt am Tresor. Wir können also direkt innerhalb von 10 Sekunden den Tresor holen. Jede Runde geht unfassbar schnell. Wir haben zwei gute Mates, zum einen Emil, früherer E-Sports-Spieler, zum anderen Radini, auf der rechten Seite. Der ist eben auch aktuell Top 20 in Deutschland. Also zwei Pros, die auch einen zweiten Account mit hohen Leveln haben. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und wie schnell wir sein werden. Ich halte es für in unter einer Stunde möglich. Ich bin sehr gespannt. Sowas hat es noch nie gegeben. Und jetzt würde ich sagen, wir legen los. Ich bin sehr gespannt, wie dieses ganz besondere Video laufen wird. Und ja, euch wie immer viel Spaß mit den Highlights und ja, let's go. Ja, okay, 3, 2, 1 und ja, läuft, go. Länger wie das okay. Game. Ja, ist halt irgendwie schon so, ne? Oh mein Gott, ey. Ja. Also, was muss ich beachten überhaupt? Ich weiß es nicht. Du musst halt schauen, dass du den Tresor halt hittest und gleichzeitig auch die Gegner. Ey Leute, verlieren ja das erste Match gerade, BTF. Na, die killen wir nochmal, oder? Ja. Lol, was ist schief gegangen gerade? Lol. Jetzt haben wir über 0 Trophäen verlieren fast, ne? Also Leute, wie gesagt, wir machen hier einen Weltrekordversuch von 0 auf, ja hoffentlich 750 mindestens, eher 1000. Also 750 schaffen wir safe, die Frage ist, ob wir auf 1000 kommen. Oh, ja, das vor allem, wenn wir da mal Best-Com spielen. Ich muss auch, glaube ich, meine Feuerflüsse direkt wieder anmachen, ne? Direkt am Anfang, stimmt. Ja. Das muss auch noch lernen. Oh. Müsste die aber noch respawnen, theoretisch. Ja. Puh, oh Gott. Mein Gott, Alter, egal. Boah, dann müssen wir echt die Comp direkt wechseln. Wo die die besten Bedingungen haben wollte, ne? Also sollten schneller sein, hoffentlich. Schnell. Oh, wir verloren? Ah, egal, schade, egal. Ich krieg nur minus 1, alles gut, genau. Das kostet jetzt ungefähr 10, 15 Sekunden insgesamt, das ist kein Drama. Easy, let's go, Leute. So, und jetzt haben wir die OP-Kampf. Und jetzt schauen wir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt könnt ihr mal abwarten. Jetzt spielen wir zum ersten Mal unsere richtige Kampf. So, direkt, genau, direkt Stun-Gadget drauf auf die Gegner. Mal kurz schauen. Ja. Ja, easy. Die Frage, die ich mal nur stelle, ist, ja, genau, jetzt gewinnen wir. Genau, let's go. Deswegen, ich muss. Oh, lol! Ja, egal, wir werden trotzdem gewinnen. Der Damage. Spike ist halt einfach der Damage-Dealer, der uns immer carry, das ist insane. Ja. Und es ist schon ein krasses Tempo jetzt auch. Also wenn wir so weitermachen würden, also Stand jetzt, wird uns ziemlich genau auf 1000 Trophäen schaffen nach einer Stunde. Let's go, next round. Ich bin mal gespannt, wann es erstmal schwer wird. 400 sagt die, okay. Wie hoch sind wir denn überhaupt schon, lol? Mal schauen. Ich glaube, wir sind jetzt schon. Ich habe schon fast 300, also so schnell bin ich auch noch nie gepusht. Ja. Und egal, wenn wir auch länger brauchen würden, wäre es halt auch irgendwann sinnlos, weil dann ist ja auch nicht mehr der Sinn der Sache, dass wir dann einfach versuchen auf 1000 zu pushen, weil wir wollen einen Speedrun machen. Das Ding ist, es gibt schon viele Kombos, die hier funktionieren und dadurch, dass es viele random Kombos gibt, zum Beispiel Doppelspike, Dynamike, Doppelspike, Frank, irgendeine random Kombos. Stimmt, die werden wir wieder facen müssen, Irgendwas konnte immer wieder kommen. Sorry. Und ja, wir haben noch kein einziges mit der Comp verloren jetzt, also ich bin mal sehr gespannt, ja, wie schnell wir sein werden. 23 Minuten sind wir drin, wir haben über 400 Trophäen. Also sowas gab's noch nie. Also ist auf jeden Fall Weltrekord-Tempo. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, das Gadget noch zu drücken. Ich hab's mal jetzt gemacht. Ja. Okay, let's go. Okay. So, okay, langsam müssen wir in so eine... Genau, langsam kommen wir in so eine Region, wo wir uns dann auch mal langsam konzentrieren müssen. Also wir auch wirklich schauen müssen, dass wir richtig spielen. Auch wenn es sich komisch anhört. Ja, wir werden nicht verlieren. Ganz ehrlich, wir werden es nicht verlieren, das weiß ich. Ems ist auch eigentlich lost sogar in der Modus. Ja. Let's go. Keine Chance, Alter. 9 Sekunden da wieder. Und damit schaffen wir die 500 Trophäen in 27 Minuten. Junge. Sowas habe ich nie für wirklich gehalten. Also, es wird echt schneller spannend, als ich dachte, ne? Also langsam kommen wir jetzt in eine Region, wo es dann spannend wird langsam, ne? Ja. Krass, ey. Am schlimmsten finde ich, dass ich keinen Dynamite-Skin spielen kann auf dem Account, hey. Oh, schade. Ja, noch schlimmer ist, dass es keinen Ember-Skin gibt. Auf geht's. Sehr, sehr nice. So, die halbe Stunde ist gleich vorbei.
Junge, ich muss mal schauen. Die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Ich bin da. Oh, ich muss wieder kurz. Genau. So, die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Genau 30 Minuten gepusht und wir haben 559 Trophäen geschafft in der Zeit. Okay. Ey, ich glaube, ich sag dir, wir könnten in den 40 Minuten echt auf die 750 kommen. Ja, ich glaube auch. Dings, wie heißt es? Gute Kombi von denen, perfekt Kombi. Oh ja, oh mein Gott. So, das ist schon der erste Härtetest hier. Haben wir bestanden, würde ich sagen. Lol. Wir haben die gleiche Kombi mit Frank statt Dynamike. Das ist aber lost, glaube ich, halt mit Frank statt Dynamike. Weil halt oft den Bären halt dann. Oh, Leute, eine gute Kombi. Aber man hat echt gesehen von den Pro-Spielern, dass die viel Nita gespielt haben auch. Oh. Das könnte loswerden, Leute. Wir haben aber Lead. Ich glaube, wir können es noch früher finishen. Ja, wir können es früher finishen. Okay, ich hätte mal gerne tippen, wann werden wir das erste Mal verlieren? Wir sind jetzt von 0 auf 655. Also, wir haben einmal verloren mit einer anderen Kampf. Also, mit der Kampf haben wir noch gar nicht verloren. WM war nicht, oder? Ich bin die richtige doch, oder? Du hast die richtige. Okay, dann ist alles gut. Oh, die werden, glaube ich, auch wieder. Oh, die haben uns. Uff. Oh Leute, jetzt wird's echt. Jetzt sind wir im kritischen Bereich. Jetzt dürfen wir. Die muss killen. Oder vielleicht auch nicht killen sogar. Ja, nicht zu früh. Muss man schauen, dass wir schneller sind wie die Spikes. Ja. Ganz close. Haben wir. Puh. Haben wir? Oh, let's go. Also, ja, richtig knapp. Go, jetzt wird es ganz knapp, wenn 689. Ich hau direkt das Sangage rüber und eine weitere. Muss ich ein bisschen besser aimen, glaube ich. Okay, mit dem sind wir auf 700. Hoffentlich. Die spielen die genau gleiche Combo. Ja, ich hoffe, die kriegen Spike relativ schnell. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut, dass der Spike überlebt. Lass ihn am Leben. Weil er macht nur mehr Damage, wenn er stirbt. Ja. Das war eh. 1%. 480 Leben, Leute. Wir verlieren gerade zu oft. Wir verlieren gerade echt zu oft. Wir haben halt einen Bären bekommen und uns alle geklappt, leider, ja. Ja, dieser Flächenschaden, ja. Oh, jetzt der Nita-Bär natürlich am Start. Gute Bombe, Emil. Schaffen wir. Let's go, ey. So, 43 Minuten und wir sind jetzt hier bei 731. Auf geht's. Es sind noch 19 Trophäen für die 750. Ja. Hat viel mit Glück zu tun, glaube ich. Oh, wobei es gar nicht mal so schlecht ist. Ich glaube, wenn die überleben, wenn wir die jetzt killen. Hoffentlich. Ja, ich habe leider meine Angriffe raus. Kommen schön. Oh, ich habe vergessen, meine Ulti zu werfen. Ganz vergessen heute. So, 6 Sekunden, nächster Win. So, die Frage ist, wie schnell schaffen wir die 800? Und wie weit werden wir nach einer Stunde sein? Ich weiß es nicht. Alles bleiben 750. Ich hab's gerade gar nicht gemerkt, Leute, ey. Total lost. Sorry. Also, die Emma müssen wir sowieso spielen. Aber ich glaube. Aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich, das passt schon so. Ich meine, du hast einen Stun. Was? Wir haben verloren? Unser Spike ist ein bisschen zu spät gestorben, glaube ich, leider. Junge, RIP, Alter, ja. Okay, Double Dynamike. Das ist in Ordnung. Weil die jetzt ganz schön wegstunnen werden, ey. Ja. Ah, leider ist der Spike gestorben. Das ist nicht gut. Ich versuche den Dynamax so schnell es geht zu holen. Ich hab meine Bombe raus, jawohl. Oh, Junge, wieder ein. Oh mein Gott, okay, jetzt. Also jetzt wird's echt in. Jetzt wird's echt in ganz schönes Geschwätze übergehen, Leute. Ja, so, 50 Minuten gepusht. Du kannst es schon kontern, aber dann bist du halt gegen alles andere dann. Bist du dann gekontert und so. Ja. Was ich mal bewusst versuchen könnte, wenn man in die andere Richtung zu schießen gegen diese Spikes, wirklich. Oh mein Gott, Alter, nee. Ich mach's mal auf der nächsten Runde. Ich fang mal an, gegen diese Spikes bewusst in die andere Richtung zu schießen und die nicht zu killen, okay? Weißt irgendwie, wie hoch du Spike. Aber ist halt logisch, so machen die das auch. Weißt du, die nehmen zwei Leute. Wir haben wieder verloren. Und, weißt du, was ich meine? Und dann einfach auf Brawler weiter pushen könnten. Ich glaube, so kann man easy einen neuen Weltrekord aufstellen. Ja. Aber, ich meine, ich bin halt kein so krasser Pro, dass ich jetzt sowas easy schaffen würde. Wieder verloren, das gibt's doch nicht, Alter. Komm, wir ran nicht mehr. Ja, mit 80 müssen wir noch gerade schaffen. Oder. Ja, doch, komm. Oh mein Gott, let's go. Ja, wir haben gerade die geniale Idee gehabt. Gut, dass ich immer drauf gekommen bin, ey. Das ist ja so. Es ist eigentlich auch so unfair, aber. OP. Die werden's nicht schaffen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu zweit zu tun. Ich hab's auch nicht. Es ist halt logisch, ne? 800, let's go! In etwa einer Stunde. Wir haben leider ein bisschen Zeit verloren, aber. Ja, so viel zum heutigen Video. Insgesamt haben wir es damit auf 790 Trophäen mit Emma geschafft oder auf 830 sogar an der Spitze. Aber nicht ganz auf 1000 Trophäen, weil es am Ende eben dann doch zu random wurde. Aber wir haben es innerhalb von 45 Minuten geschafft, von 0 auf 750 Trophäen zu kommen und haben damit einen absolut kranken Weltrekord für den schnellsten Push auf Rang 25 aufgestellt.
Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Danke auf jeden Fall auch für die ganzen Live-Zuschauer, die im Stream dabei waren. Und ich hoffe, ihr wollt sowas öfters sehen. Wir können gerne sowas öfters machen mit solchen Troll-Maps, wo wir solche Weltrekorde aufstellen können. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, danke für den Support und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.